Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu One Piece Odyssey. Wir hatten in der letzten Folge diesen Dungeon hier geklärt und sollen jetzt wieder zurück zu Adios Haus. Das werden wir natürlich machen. Ja, also bis jetzt mega geiles Spiel, es macht übelst viel Spaß. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Ach, das war ja der Affe, den wir gerettet haben. Ach ja, ihr müsst immer noch schreiben, ob ich das jetzt vorlesen soll oder ob ihr es lieber selber lest. Ja. Bis da jetzt noch nichts kommt, werde ich es nicht vorlesen. Doktor. Die Kopie meiner Enzyklopädie. Wenn du Würfel mit Aufzeichnungen von wichtigen Leuten und Gegnern erhältst, werden diese der Enzyklopädie hinzugefügt. Du kannst sie dir daraufhin im Lager ansehen. Würfel mit Aufzeichnungen werden von Gegnern fallen gelassen und können mit Observationshaki entdeckt werden. Interessant. Also wir sollten jetzt öfter mal das Haki einsetzen. Na klar, immer wenn Wissen gesammelt wird, findet das Robin sehr toll. Verständlich. Ich bin mal gespannt, wie das hier sich zeigt. Hier können wir auch noch runter, da waren wir noch nicht. Wechseln wir lieber nochmal. Ja, sie denkt natürlich wieder nur an Schätze. Die können wir speichern. Okay, aber Objekte sehen wir damit nicht. Wieso können wir da nicht hoch? Aha, jetzt können wir da hoch. Nein. So, erstmal das hier aufsammeln. Und dann hier runterspringen. Ich will hier runter. Kann ich nicht runterspringen? Schade eigentlich. So, was ist das hier? Okay, Binnenmeertafel haben wir erhalten. Was ist das hier? Das sehe ich andauernd. Was ist das? Keine Ahnung. Hier haben wir auch noch ein Item. Hm.
Ja gut, dann können wir jetzt wieder zu Chopper wechseln und zu Adios nach Hause gehen. Hier sieht man die ganze Karte, die wir bis jetzt erkundet haben oder freigeschaltet haben. Okay, aber irgendwie so Schnellreisen gibt es hier nicht. Aber hier, die können wir von hinten erschrecken. An jeden Kampf nehmen wir hier mit, damit wir hier schon leveln können. Und ich meine, wirklich lange dauert das ja nicht. Ich weiß noch nicht genau, was uns dieses Haki bringt. Also, die haben ja gesagt, dass man damit versteckte Sachen finden kann. Aber... waren wir da schon? Ich weiß es nicht. Gut, was finden wir hier? Also ich muss auf jeden Fall sagen, wir sind auch mit den normalen Rennen, also ich hatte jetzt eingestellt, dass wir dauerhaft rennen können. Das kann man übrigens, wenn ihr das noch nicht wisst, unter Einstellungen. Hier war das irgendwo. Da. Nee. Wo war das denn? Ja, laufen statt gehen habe ich eingeschaltet. Das heißt, wenn man losläuft, rennt man direkt los. Also man muss nicht mehr dieses Rennen separat aktivieren. Ah, hier ist ein Würfel. Funami. Wir haben ein Grab gefunden. Da ist eine riesige Schraube. So, da hinten haben wir noch eine Kiste, eine Truhe. Die werden wir uns natürlich auch einverleiben. Den hier erschrecken wir auch wieder von hinten. Da sind ein paar mehr. Aber das ist egal. Gut, wir sind sogar im Vorteil bei denen. Boots. Einfach mal aus dem Leben genockt. Nice. Ja, wir sind unaufhaltsam. Aber schade, dass man hier nicht runterspringen kann. Das wollte ich gerade sagen. Warte, was? Verschlossen. Kann man das irgendwie markieren, dass wir hier noch was finden müssen? Okay, müssen wir uns merken, dass hier noch was zu holen ist. Nur ein Schlüssel. Jetzt ist noch ein Item. Und hier ist ein Würfel, den haben wir komplett übersehen. Sanji. Also jetzt haben wir einen für Nami und einen für Sanji. Gucken wir gleich mal, was uns das bringt. Also wie ich das gelesen habe, kann man damit dann die Fähigkeiten von denen eben verbessern. Irgendwie sowas.
So, jetzt gleich sind wir auch schon bei dem Haus von dem guten Adios. Gut, wo macht man das? Hier, Ausrüstung, oder? Hier, wir hatten hier irgendwas für Nami. Ist das hier? Achso, hier haben wir nochmal diese Tafel. Eine Tafel vom Ringmeeresarm, was darauf geschrieben steht, ist noch unbekannt. Okay, ich schätze mal, dass das hier das mit der Ausrüstung ist. Okay, das haben wir noch nicht. Ja, da muss ich mich nochmal reinlesen. Wie man das jetzt aktiviert mit diesen Würfeldingern. Ob es das jetzt wirklich war, was wir gerade gesehen haben. キューブさえ見つければ。ああ、どう?直接見たわけじゃねえから、憶測の話。お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ?確かに、なかなか天。あの巨像は、炎の巨像と言ってな。そいつが、どうかしたのか?お前たちのキューブのいくつかは。どうして、それがわかる?ははは。これでも探検家の発行動できる範囲は、俺な。ま、その目で見れば。Ist riesig, ne, der Typ. Kampieren, du kannst ein Lagerfeuer nehmen. Ein Lager aufschlagen, indem du kochen, Trick, Bällchen herstellen, Accessoires verschmelzen, Kleidung wechseln, feiern und dir die Enzyklopädie ansehen kannst. Wenn du feiern auswählst, werden alle LP wiederhergestellt und das Lager wird nach der Zwischensequenz abgebrochen. Adio. Nanda. リムって言ったわよね。あの子はこの島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だが、たった一匹だけ。オウムがいた。そのオウム今はどうしてるの?流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話だ。 Ach, und genau deshalb, weil dieser eine Papagei von irgendwelchen random Piraten getötet wurde, hasst jetzt alle Piraten. Was für eine Backstory. Schmeißt eine Party, um sämtliche LP wiederherzustellen. Die erhaltenen Erfahrungspunkte für 10 Kämpfe um 30% zu erhöhen und die Chance auf kritische Treffer zu verfünffachen. Die durch die Party aktivierten Effekte und die verbleibende Dauer werden im Kampf als Symbol angezeigt.
schmeißt eine Party. Jo, das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen, oder? Gut, dann lass uns mal eine Party schmeißen. Josh! Tage da! Na, Chopper! Was für eine geile Party! Sprich mit Adio. Ach, hier ist auch so ein Ding. Okay. Kann man nicht irgendwie interagieren oder so? Ganz komisch. Brücke. Speichern wir einmal. So, Adio. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Folgen wir ihm mal. Ich bin mal gespannt, wie weit Frankie schon ist, die gute Sunny zu reparieren. So, das war jetzt, wenn man jetzt ein Gegner-Team kann man Haki aktivieren danach. Und es kann sein, dass die dann irgendwie Memories, also Erinnerungen, droppen. Oder wieder, wie das verstehen hier. Gucken wir mal. Easy. So. Haben wir geschafft. Aber da ist nichts. Also wenn ihr da irgendwie mehr wisst, könnt ihr mir erstmal in die Kommentare schreiben. Ich blick da noch nicht so ganz durch. Erfahrung. Der Feuer ist ein Lied von Ruffy innerhalb von einer Runde. Ja, why not, ne? Haben wir gemacht. Erfahrungsbonus. Nice. Ach, da hinten ist er. Und das hakt aber immer noch ein bisschen. Gewitterwolkenklippe. Na schade, ich dachte, wir können ihn da auch von hinten überraschen. Ach, die Party ist immer noch aktiv. Der ist Kraft, das heißt, wir brauchen hier auch nochmal einen Schnitter. Das heißt, wir holen uns den Robin ins Team. Gegen Lysop. Genau. Und dann machen wir Fähigkeit. Ach nein, komm, wir machen normalen Angriff. Das muss reichen. Gut. Und die zerhacken wir jetzt. Rimが、そこに飛ばしているということかしら。わからないな。
Lim 自身は意識してないみたいだが。Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht doch irgendwie eine Frucht ist, die davon nichts weiß, oder ob man dann noch erfährt, woher sie diese Fähigkeit hat, ob das auch irgendwie eine Fähigkeit von irgendeinem bestimmten, von einer Rasse ist, von einem Clan ist oder sowas. Und ich würde mal ganz gern wissen, ob seine Fähigkeit von einer Frucht herrührt, weil er konnte ja auch irgendwie diese Dinger da machen, diese Scheiben, sag ich mal, wo er dann hingeschossen hat. Ach, guck mal, das ist unser Freund King Kong. Wo er dann irgendwie einmal reingeschossen hat und dann, wie so ein Spiegel, Reflexspiegel, ne? Das ist dann da die ganze Zeit hin und her geballert worden. Oh, nice. Easy. Ein Schwertstil. Okay, das machen wir kaputt. Das nehmen wir uns auch mit. Aha, da war auch noch ein Item. Eins Item. Aber wenn die Fledermaus da wegklettert mal. Sind das Blitze? Okay. Zählt das? Easy. Kann man da vielleicht irgendwie noch den Schwierigkeitsgrad hochstellen? Aber ich schätze mal, das kommt noch alles. Gut. Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Schlüssel für, oder? Nein, geil. Vitalapfel. Der gute alte Vitalapfel. Ist das der nächste Gegnertyp? Der Vogel? Koizuka, Ikazuchi no Kyozou no Hisomu, Raimei no Ikou da. Ukatsu ni chikayoru na yo, kyouretsu na kekkai no ejiki. Kekkai te nanda? Mite no toori. 雷による電撃さ、強烈な放電で何でも黒煙。Who is a Ruffy? 意外。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。なんだと。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。ああ、先に進もうぜ。Badass moment, Ruffy. Gewitterwolkenruinen. Erinnert mich so ein bisschen jetzt an Breath of the Wild. Da gab es ja auch mal diese kleinen Dungeons mit so Mini-Rätseln dabei. Oh, er ist der Gruppe beigetreten.
erkunden wir die doch mal hier. Gut.変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。証言書の研究なんて、ウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、知ったことがあるの。ウェザリアに興味は？ははは、探検家として興味ないわけがなかろうよ。 Wie sind wir denn hier runtergesprungen? Omaera okureru nja ne zo. Yoshi. Iku ka. So, was haben wir hier? Tempo. Das heißt, wir werden einmal Zoro auswechseln. Weil Tempo, da brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der schlagkräftig ist. Gut. Ja, müssen wir so machen. Er hat leider keine Fähigkeit, die mehrfach angreift. Okay, und hiermit können wir jetzt auch nur mächtige Gegner können wir leider nicht angreifen. Mist. Aber sie kann ihn angreifen. Und was ist mit Nami? Nami kann ihn auch angreifen. Ah, schade. Robinchen. Crew tauschen. So, vielleicht Chopper. Gegen Robin. Und dann eine Fähigkeit. Nice. Oh mein Gott. Schick. Oh, schade. Ich dachte, dass... Aus. Oh! Aber er kämpft alleine. Okay. Interessant. Haben wir auch noch nicht gesehen. Nee, warte. Ach so, okay. Aha, also hier geht's gar nicht weiter. Man muss sowieso runtergehen. Aha. Wir sind ja dämlich. Dead ass. Gut. Oder was bist du denn? Du bist Kraft. Das heißt, wir könnten Ruffy auswechseln gegen Zoro. Und dann können wir vielleicht ein Onigiri machen. Onigiri. Ach, geil. Aber es hat nicht gereicht. Krass. Heftiges Eichhörnchen. So, dann machen wir hier. Boskato. Zwar gegen ihn jetzt. So, dann wechseln wir hier Ruffy ein. Tore no devan ka.
Und dann machen wir Old but Gold. Gomme Gomme no. Ja, komm hier. Wer kennt ihn nicht? Chopper, den One Punch. Hier geht's weiter.変わった装置があるな。すごい、この装置。ライオンクリマタクトとは違う仕組みのよ。そこから雷が。床を伝って。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは。そうね、じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のデッキ。あれは多分蜃気楼だった。ただそうだとしても、 Sieht echt geil aus, oder? Das sieht echt heftig aus. Erinnert mich auch so ein bisschen an Enel. Weil Enels Schiff konnte ja auch ist ja mit Elektrizität geflogen. Und hat ja auch hier diese Gewitterwolken da gemacht, um Skype ja zu vernichten. Oh, er hat den schön an unser Arsch gegrabt. Yes. Ja, komm. Oh. Ich würde mal interessieren, wie groß er ist. Naruhodo. Kore wo kirikaete kamina. Spoiler. Ist die Party immer noch aktiv? Ja, zweimal noch. Als allererstes Crewmitglied wechseln. Die sind nämlich Tempo. Also brauchen wir gar nichts davon. Ruffy und seine Gatlin. Gomme Gomme no. Gatlin, Bruder. Was? Kato? Die sind echt hartnäckig, die scheiß Shitviecher hier. Aber hier kann er bestimmt Chopper einmal durch. So, hier haben wir einen Würfel von Zorro. Nein. So. Guck mal einmal. Ein Chopper-kun. Aha. Interesting. Wenn den anderen Raum hier kommen wir doch sowieso bestimmt, ne?
oder? Wir können auch eben wechseln. Noch ein Zauberwürfel. Ja, können wir den so besiegen? Ich weiß es nicht. Wir machen mal eine Bazooka. Boah. Hast du das alles überlebt? Ja gut, jetzt hat Zoro ein bisschen den Schaden gekriegt, aber ist ja egal. Tatsumaki! Oh, einen. Ja gut, den hätten wir vielleicht zuerst angreifen sollen, aber ich dachte, er wählt automatisch den aus, der am nächsten, also als nächstes dran ist. Aber egal, wir haben es überlebt. Ist ja alles cool. Gut, Chopper, wir brauchen dich. Ich wollte sagen, jetzt ist aber die Party hier nicht mehr aktiv. Moskato! Oh, meine Gatlin. Ruffy, das alte Powerhouse. Ach, wir hatten das jetzt gar nicht. Hatten wir das jetzt gar nicht aufgemacht? Doch, hat. Oh nee. Ach, alles gut. Da unten ist das Tor. Wir sind einmal nur rumgelaufen. Von einer Runde. Die Verstärkung. So. Double Point. Sieht so geil aus, wenn Chopper zuhaut. Was machen wir jetzt? Wir machen natürlich zuerst den, der als erstes angreift. So, wir müssen ja jetzt hier alle fertig machen, innerhalb einer Runde, um einen Bonus zu bekommen, also ziehen wir natürlich richtig schön durch. Oh, das hat aber gut gesessen. So, und da das jetzt hier der letzte Angriff ist, den wir haben. Das schmeckt ja richtig, ne? Wir kriegen da ja bei jedem Mal. Und
Ne, doch, wir sind einen tiefer. Ohne die eine Tür da zu öffnen. Aber das ist irgendwie doof. Weil jetzt haben wir hier gar keine Energie drin. Oho. Gut, so funktioniert das. Jetzt wissen wir das auch. Aber jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Weil wir ja erstmal von dem einen in das andere da die Energie reinhauen müssen. Ich dachte erst, das wär hier nur so ein Rundell. Nee, warte mal. Hier lang. Shit. Und bupp. Ah, lass mich durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Yes. Gut, von hier aus kommt dann natürlich die Energie. Die haben wir doch schon besiegt gehabt. So schnell kommen wir also wieder zurück. Retten wir erstmal Zorro. Komm nur. Easy. So, last but not least. Was ist der Tempo? Ja, der ist aber eh stärker. Oh, das hat aber gut reingehauen. Jetzt kommt eh nur Stopper noch. Alter Falter. Chill mal. Gut. Hier waren wir ja schon. So, das hatten wir schon umgestellt. Was ist das? Meine Güte, das ist was. Die Gewittertafel haben wir mitgenommen. Das lächelnde Eichhörnchen. Es sieht einfach nicht aus wie ein Eichhörnchen. Ja, okay. So, helfen wir hier erstmal Zorro.
damit Zoro dann auch das Eichhörnchen angreifen kann. Da. Er macht Onigiri. Oh, schade. Ich dachte, er lässt dann so viel übrig, dass Sanji ihn one-hitten kann, aber dann halt nicht. Oh, hier können wir speichern. Speichern wir mal eben. Wir haben eine Truhe. Vielleicht sind wir schon am Ende. Oh. Das haut rein. Oh mein Gott. Krass. Gut, gucken wir uns das nochmal an hier. Es erinnert mich echt so heftig an Enel. Besiege den Donnerkoloss. Ja, okay. Wir sind jetzt schon bei fast 50 Minuten. Ich würde sagen, wir machen hier kurz einen Break und in der nächsten Folge besiegen wir dann den Donnerkoloss. Da würde ich sagen, war eine geile Folge, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch ein Like da, kommentiert fleißig. Ich versuche so schnell wie möglich darauf zu antworten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir den Donnerkoloss bezwingen. Haut rein!